Willkommen wieder zurück bei der Formularbeit Minecraft. So eine Laterne anzubauen ist manchmal ja nicht so leicht, weil man muss wirklich immer den gleichen Punkt treffen. In der Hoffnung, dass es was wird. So, das machen wir ein bisschen zu hoch hier. Ob ich hier, obwohl, ich weiß nicht, ob ich hier doppelt brauche, weil. 1, 2, 3, 4. 4. So. 4 müssen die ja auch sein. Okay, jetzt habe ich auch die richtige Höhe gefunden, nur eben immer diese Verbauer. Gut. Okay, das auf die Finger. Wo ist denn der? Ich sehe das bald gar nicht mehr. Da muss man ja wieder ein bisschen Licht hier ran. Deswegen bin ich so müde, weil Minecraft abgedunkelt war. Und ich sehe gerade, hier ist irgendwas falsch gebaut. Und zwar. So, jetzt kann ich ja nicht mal diese Glitzersteine hier ranbauen. Gut. Dann sieht man das nämlich schon mal von Weitem. So. Und hier auch. Und dann habe ich das erstmal einen kleinen Abschnitt wieder soweit. Ja, durch. Sag ich mal so. Da ist mir noch einiges, weil, wie gesagt, hier müssen noch Fenster, Etagen rein. Da muss ich gucken, ob die Höhe auch ausreicht oder ob die noch ein bisschen höher gemacht werden müssen. Der Beginn der Straße und der Rasen muss ja natürlich weg. Wie man hier zum Beispiel sieht. So, kann ich gleich mal machen hier. Ups. So. Ein paar Blumen sammle ich nebenbei auch noch ein. Die schenke ich Bionalu beim nächsten Spiel. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich einen anderen Speicherstand mache, wo wir unsere kleine Survival-Plattform eben da haben. Okay. Ja, die Straße muss alles ein bisschen gleich sein hier, weil ich mag es nicht so ungeordnet. Okay. Ja. Meine Güte. So ein kleiner Abschnitt macht mehr Arbeit, als man denkt. Hier wird alles mit Erde und so weiter gemacht. Da muss der Stein ohne raus. Und dann jeder schon. Jetzt will ich mal gucken. Spawner oder Erschaffer? Erschaffer. Eisengolem. Ja, kann mit rein. Ein Dorfbewohner.
Nö. Ist eine Hexe gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Okay. Dorfbewohner muss reichen, denn ich habe hier ich wollte ja schon mal lange mal aussetzen. So, sonst ist im Baden. Aber ich nicht. Mal Dorfbewohner hier. Sonst sich auch noch fotografieren. Oh, wie sie schön planschen. Aber bitte nimmt 1,5 Meter Abstand. Oder 2 Meter wie im Baumarkt. Und Mund-Nasen-Schutz. Der Maulkorb der Nation. Okay. Spaß beiseite. Es sind ja viele Leute drauf reingefallen. Zumindest diejenigen, die nicht Medizinausbildung haben. Die mit Medizinausbildung sind nicht reingefallen. Aber gut, die meisten wussten es ja nicht besser. Die gehen jetzt hier noch hoch und runter. Dann habe ich hier noch Häuser. Da oben sind ja auch die Betten, da können Sie sich schlafen legen. Ja, in jedes Haus sollen ein paar Dorfbewohner rein. Damit die Ecke, das wollte ich schon lange mal machen, das hatte ich auch schon so oft gesagt und ich habe nie daran gedacht. 2 Betten und eine Couch, können Sie sich einen Schlafplatz aussuchen. Genauso wie hier. Ich hoffe, dass mein Laptop das auch mitmacht, von der Leistung her. Wie gesagt, ist ja nicht der frischeste. Habe ich hier schon gemacht? Oh, ja, stimmt, ja, hier ist mein Toilettenhaus. Der steht jetzt mal im Waschbecken drin. Mal auch nicht kaputt machen. Schau mal was. Also ich lerne hier immer wieder was Neues dazu. Ein Bett, zweites Bett und tschüss. Liebt euch, habt Spaß, macht Nachkömmlinge. Hier ist die Treppe direkt hier oben. So, jeder auf seine Seite. So, jetzt kommt aber noch der andere Part. Die Schlupfnudeln müssen ja auch noch bedient werden. Ah, hier ist ja noch eine Schule, Bibliothek und so weiter. Stimmt ja. Hier war ja was. Ich wollte eigentlich hier rein. Danke. So, die Lehrmeister. Halt mich durch. Dorfbewohner setze ich hier noch aus. So, jeder hat sein Haus hier mit einem kleinen Garten hinten dran. Da vorne, kleinen Steingarten. Ach so, man kann sich auch draufsetzen. Ist ja merkwürdig. So. Dann hier. Ach, den habe ich schon reingebaut. So. Und so, dann habe ich diese Ecke schon mal belebt. Die wollten unbedingt auf die Laterne. Naja, es sind eben Dorfbewohner. Sie wissen es nicht besser. Und hier habe ich noch eine Kirche, wenn ich mich nicht daran erinnere. Bibliothek mit Schule und hier war die Kirche. So.
Und hier war der Bauernhof. Jemand muss sich um die Tiere kümmern. Und hier das wunderbare Brandenburger Tor. Mein Gaul steht immer noch hier. Ich glaube, ich hatte hier unten ich habe ja wieder eine ganze Weile nicht gespielt. Ich habe ja hier noch. Oh, hi! Kapitänskajüte. So, jeder kriegt seinen Platz. So, du gehst mal bitte schön auf Klo. Und du gehst mal mit ins Wasser, lässt mal die Dorfbewohner in Ruhe. Greifen die eigentlich noch an? Dorfbewohner weiß ich gar nicht. Merkwürdig. Den Gaul lassen sie auf jeden Fall in Ruhe. Und jetzt hoffe ich mal, dass meine Leistung hier am Rechner nicht beeinträchtigt wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Die Tiere wollte ich noch auf der anderen Seite setzen. Das mache ich mal in der nächsten Folge. Ich bin irgendwie gerade falsch auf die Tastatur gekommen. Denn ich habe ja schon hier was fertiggestellt. Oh. Stimmt, da muss ich noch Schafe und sowas mal reinmachen, damit ja noch ein bisschen mehr Tiere sind. Werde ich mal machen. Mache ich aber in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss.